Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Showtime. Und wir sind zurück bei Minecraft. Und ja, ich habe mich entschlossen, komm, mal, lass uns noch eine Folge machen. Und ich sehe gerade, die ganzen Bögen müssten hier irgendwie mal raus. Und ich sehe, wir haben noch einen 16K-Speicher. Sehr schön. Ja, wir haben in der letzten Folge, also in den letzten Folgen, haben wir hier hinten unser Kellergewölbe um ein klein bisschen Fläche erweitert. Damit wir auf kurz oder lang anfangen können, unser Gedöns hier weiterzumachen. Und das machen wir auch gleich. Ich würde gerne mal schauen, wie wir hier am sinnvollsten anfangen können. Ich nehme mir mal einen Anker mit. Weil wir müssen erstmal ein bisschen was hier überbrücken. Und zwar, wir wollen uns dann vielleicht, ich weiß es noch nicht, das sind jetzt so die ersten Gedanken, die ich dazu habe. Wie das nachher aussehen wird, weiß ich wie gesagt noch nicht ganz genau. Aber ich stelle mir vor, dass wir hier vielleicht dann irgendwie unsere CPU, Quatsch, hier unseren Kern, den da hinten, den da, dass wir den dann vielleicht nachher hier irgendwo haben oder hier mittig oder so oder noch ein Stück runter und da und so. Und dann geht in alle möglichen Richtungen, gehen verschiedenste Sachen ab. Und um das jetzt erstmal so ein bisschen zu simulieren, hole ich erstmal das Kabel hier nach vorne. Dann muss ich gleich mal gucken, haben wir überhaupt noch Kabel? Kabel. Dense Cable. Haben wir nämlich noch genau 5. Wow. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wie stellen wir denn dichtes Kabel her? Das war nämlich gar nicht so einfach. Oder? Da hört es nämlich schon auf. Was ist das hier? Dichtes... Achso, nee, haha, stopp. Ich will nicht schwarzes dichtes Kabel, sondern ich will einfach nur dichtes Kabel. Da. Nein, ich will einfach nur dichtes Kabel. Meine Güte. So. Okay. Und wie stellt man das her? Oh. Das ist... Nee, ist schlaues Kabel. Wo ist denn der ganze Kram ohne diese Schwarzgeschichten? Schlaues Kabel. Okay, dann eben so. Verdichtetes Kabel. Mit Wolle. Okay, wir brauchen auf jeden Fall hiervon noch einiges. Und ich schmeiß jetzt dieses Ding hier aus der... Liste raus. Wartet mal. Wo muss ich denn? So, Auswahl entfernen. Und weiter. So. Okay, von den Pinüpeln. Ich guck mal, dass wir hier erstmal ein bisschen was herstellen. So, okay. Dann dichtes Kabel. Dichtes Kabel. Verdichtetes Kabel. So, Wolle. Weiß. Haben wir, glaube ich, einiges. Das heißt, wir machen erstmal hier stackweise. Okay. Zack. Und da hört es dann schon auf. Okay. So. Dann dieses. Dann nehmen wir uns mal 16 mit. Seht ihr, da hört es halt einfach schon auf. Was haben wir jetzt hier noch? Ah, hier haben wir noch ein bisschen was. Okay. Und hier haben wir noch mehr. Okay. Dann... Rechtsklick. Ah, okay. Die sind echt teuer, die Sachen. Dann müssen wir bei Zeiten mal schauen, wie wir da weitermachen am gescheitesten. Genau, ich ziehe das jetzt nämlich hier erstmal raus. Ah, Mist. Ich ziehe das hier deshalb erstmal nur raus. Jetzt komme ich hier nicht ran. Damit wir quasi einen Ansatzpunkt haben, wo wir mit rumprobieren können. So. Genau. Dann ziehen wir das hier raus und haben jetzt quasi hier ein Kabel, wo wir ein bisschen was machen können. Und ich würde sagen, wir ziehen das mal in diese Richtung hier rüber. So. Da musst du mal weichen. Macht das Sinn hier? Eins weiter drüben wäre mir ja fast recht gewesen. Dann hätten wir nämlich... Nee, ich glaube, wir machen es hier. Das ist, glaube ich, besser. So, zack, zack, zack. Und ziehen das halt mal hier hoch. Und das hier machen wir wieder weg. So, okay. Dann schauen wir mal, wie wir hier am gescheitesten weitermachen können. So, apply. Dann müssten wir nämlich jetzt erstmal halt.
wir machen das hier. Apply. Dann könnten wir nämlich hier erstmal sagen, wir machen mal. Können wir hier nicht stackweise craften? Nee, können wir nicht. Wir haben das hier haben wir schon gemacht. Okay, das ist gut. Hier kann man leider nicht stackweise craften. Das ist ja doof. Was ist das hier? Bohrdicht. Verbietet. Okay. Gut, dann haben wir jetzt erstmal einen Schwung. Ja, tut mir leid. Ich muss hier gerade mal so ein bisschen doppelklicken. So, ich würde sagen, jetzt haben wir 40. Das soll, 41 sollte erstmal passen. Und für die Sachen, die wir jetzt bauen, die wir jetzt craften, versuchen wir gleich mal ein Rezept mit zu übernehmen. Nämlich hier. Und gucken mal, ob das sinnvoll ist. Dann gehen wir mal noch so. Was wollen wir? Was wollen wir bauen? Wir brauchen diese Speicherkomponenten. Ist das richtig? Das ist richtig. Okay, das heißt, wir nehmen erst... Das können wir nämlich noch nicht. Alles klar. So, dann schauen wir erstmal danach. Das müssten wir hinkriegen. Kriegen wir nicht hin. Das heißt, wir machen Kabel. Ja, seht ihr, und das ist halt dieser fummelige Kram. So, das heißt, wir machen erstmal dieses hier. So, haben wir. Dann können wir auch gleich mal einen Sprung herstellen. Ist blöd, dass man da keine Stacks rausnehmen kann. So, dann nehmen wir uns dieses hier. Zack. Und nehmen uns auch gleich... Hallo? Wieso darf ich das jetzt nicht rausnehmen? Weil wir die hier nicht drin haben. Okay. So, nehmen uns die gleich mit raus. Okay. So, und jetzt wird es nämlich fummelig. Das hier ist der kleinste. Den nehmen wir. Zack. Dann nehmen wir die Nummer vorher. Nehmen wir noch das hier mit. Zack. Brauchen wir nicht. Müssten wir noch haben. Dann dieses hier. Oh. Entschuldigt bitte. So, das nehmen wir mit raus. Haben wir dann auch. Dann nehmen wir wieder die nächstgrößere Nummer. Das wäre dann das hier. Encoden wir auch. Und dann nehmen wir noch das hier. Oder haben wir das jetzt schon? Das ist die 4K. Das ist die... Okay, wir haben hier die 64. Die 16, die 1 und die 4. Okay, das heißt, da müssten wir schon alle beieinander haben. Das heißt, wir könnten jetzt rein theoretisch... Okay, wir müssten noch eine 64er herstellen. Kriegen wir die so aus dem Stegreif hergestellt? Kriegen wir nicht. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Wir haben nämlich ein bisschen was. Ich gehe dann doch mal hier drüben hin. Es ist ein bisschen fummelig. Es ist echt ein bisschen fummelig. So. Das müssten wir nicht. Okay. Das heißt, wir stellen davon noch ein bisschen was her. Das müssten wir hinkriegen. Okay, sehr gut. Was haben wir jetzt hergestellt? Die 4K, ne? Genau, so. Das heißt, als nächstes machen wir die 16K. Die da. So. So viel wie geht. Okay. Und dann stellen wir die 64K her. Eine. So. Und mit der können wir dann nämlich sagen, ich mach's trotzdem nur ganz safe. Ganz safe und wir sagen das da. Übernehmen. Zack. Das heißt, den haben wir. Und das haben wir auch. Haben wir nicht? Haben wir. Hallo? Haben wir auch nicht, weil das da. So. Okay. Okay, das heißt, wir haben jetzt schon mal eine CPU. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einen
Da ist er. Da sehe ich ihn schon. Molekular Assembler. Den kriegen wir nicht hin, weil wir kein Crafting Table haben. Es ist ja unfassbar. Ehrlich. Eine ganz normale Werkbank, bitte. Boah. Okay, also wir haben Holz. Was haben wir denn in der Regel mal? Eiche haben wir. Okay, das heißt, wir machen erstmal so. Encoden. Danke. Gib mir mal. Und dann sagen wir zack, 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 zack. Gib mir mal. Ja, das ist nämlich genau das, was ich meine. Das heißt, wir müssen jetzt echt bei jedem Step, den wir in irgendeiner Form machen, fangen wir an, Rezepte herzustellen. So, dann dieses hier. Zack. Und eigentlich müssten wir jetzt auch noch Rezepte herstellen für Quarzglas und für diese Geschichten hier. Müssen wir mal kurz gucken, kriegen wir das so aus dem Stegreif hin? Perfekt, okay. Die andere Geschichte. Zack. Perfekt. Haben wir uns jetzt eigentlich einen Assembler hergestellt? Haben wir, glaube ich, nicht, ne? Das Rezept haben wir schon. Dann nehmen wir uns mal einen mit raus. Okay. Okay, so. Jetzt ist die Frage, wo fangen wir nämlich an damit? Wir hätten noch ein Kabel mitnehmen sollen. Schlaues hätte ich gerne. Drei Kabel haben wir noch. Wir haben auch noch... Nehmen, lass uns mal die schwarzen nehmen. Und wir brauchen... Jetzt muss ich gerade überlegen, wir brauchen auch noch Busse. Wir brauchen auch noch Busse. Jetzt müsste ich überlegen, wie war denn das? Wir brauchen Importbusse und wir brauchen Exportbusse. Okay, wir fummeln. Wir müssen fummeln. Also, wir ziehen erstmal ein schlaues Kabel. Ja, komm, ziehen wir mal hier lang. So. Jetzt könnte man rein theoretisch, glaube ich, könnte man den hier draufsetzen. So, dann wäre der schon mal mit Strom. Das ist schon mal viel wert. Und dann als nächstes könnte man, glaube ich, wartet mal. So. Zack. Und zack. Und da müsste man doch jetzt so und so. Und wenn ich jetzt, und das ist nämlich jetzt die große Frage, wenn ich jetzt sage, wir packen mal hier den Kram rein. So. Dann hat der auf jeden Fall erstmal eine Menge zu tun, keine Frage. Das kann man dann auf jeden Fall noch umorganisieren. Aber wir müssten hier drin craften können, sofern wir unsere Crafting-CPU, die wir hier haben, mit ins Netz schmeißen. Nämlich so. Die ist jetzt im System drin. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt alles schon haben, um überhaupt craften zu können. Wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, wir gehen jetzt mal kurz auf Crafting. Alles klar. Okay, das heißt, wir könnten craften. Ist das so? Könnten wir machen. Okay, so, abbrechen. Wir können uns erstmal davon... Nee. Entschuldigung. Haben wir nicht auch ein Crafting... Na gut, wir können uns ja mal hier Zähne von machen. Kriegt er das hin? Okay, das hat er nicht. Quarzglas hat er nicht. Und die hat er nicht. Und die haben wir ihm nicht beigebracht, die 1K zählen. Da haben wir geschlampt. So, okay. Das heißt, apply die 1K-Zelle. Da haben wir kein Pattern von gemacht. So, was haben wir auch nicht gemacht? Wir haben auch das hier scheinbar... Doch, davon hatten wir davon nicht ein Pattern gemacht. Okay, wir gucken mal.
Quarzglas herstellen kann er noch nicht. Das liegt einfach daran. Quarzglas wird ja hergestellt, indem es gebrannt wird. Okay. Das heißt, wenn wir selber Quarzglas herstellen würden, lasst mich mal kurz überlegen. Quarz. Das ist, nee, Quarzglas. Geht in der Legierungsschmelze. Es geht nur in der Legierungsschmelze. Okay. Das wiederum würde bedeuten, dass wir... Okay, aus 12 davon machen wir 3. Das will ich euch gerade noch schnell zeigen. Legierungs. Kriegen wir die so schnell hergestellt? Oh Gott, es fehlt alles. Davon brauchen wir 3. 1, 2, 3. Dann brauchen wir das. Kriegen wir hin. Nice. Dann brauchen wir den Kessel. Sehr gut. Und dann haben wir das. Okay, sehr schön. Dann brauchen wir Quarz. So. Dann nehmen wir uns mal 64 mit. Beziehungsweise könnten wir schon mal 12 waren es, ne? 12 ergeben 3 Quarzglas, richtig? Leuchtendes Quarzglas, Quarz, so. Zack, zack, zack. Okay, so, dann haben wir nämlich das. Wir bräuchten dann nochmal bitte ein... Haben wir das gemacht? Das haben wir auch nicht gemacht. Wir bräuchten nämlich nochmal so ein... Halt, das brauche ich nicht hier machen. Können wir gleich hier machen. Apply. Wir brauchen nämlich so ein... Wo ist es denn? Ein Interface. Ich sehe es gerade nicht. Dann lass uns das... Nee, Schnittstelle heißt das auf Deutsch. Schnittstelle. Da haben wir noch 10 von. Haben wir nämlich ein paar von gemacht. Okay. Nichtsdestotrotz können wir schnell mal so. Und so machen. Und dann machen wir noch so und so da draus. Zack. Jetzt müssen wir bloß gucken, das hier ist eins zum Craften. Stromkabel haben wir, glaube ich, noch, ja. Hoppala. So. Den Strom. Wo haben wir den Strom? Das ist kein Strom. Haben wir hier irgendwo Strom rumzufliegen? Ich glaube, wobei, wir könnten rein theoretisch... Wartet mal. Nur mal testen. Nur mal testen. Wenn ich das jetzt hier hinsetze, kriegt der dann eigentlich auch Strom? Nee, ne? So, So, der kriegt einen Kanal und der hat aber trotzdem keinen Strom, richtig? Nee, hat er nicht. Könnten wir, und jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir machen gleich Feierabend. Leitung. Hatten wir nicht mal so eine Ender-IO-Leitung gebaut? Für... wo sind sie denn? Dichte-ME-Leitung. Wir hatten doch mal... Bin ich der Meinung, so Leitungen gehabt, die auch für Applied Energistics funktioniert haben. Dichte-ME-Leitung. Doch, da haben wir eine. Dann ist das die. Wir gucken mal, ob diese dichte ME-Leitung uns Strom liefern kann. So, machen wir nämlich mal so. Und setzen die hier hin. Kann sie nicht. Okay. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall erstmal irgendwie Strom. Und unser Stromkabel liegt, glaube ich, da unten irgendwo an. Boah. So viel zum Thema. Ich zeige euch das mal schnell. Okay. Ich guck mal kurz, ob wir es doch noch schnell auf Reihe kriegen, diese Folge. So, wo ist der Kern? Der ist da hinten irgendwo. Glaube ich. Da ist er. Okay.
So. Dann ziehen wir mal kurz hier eine Stromleitung rüber. Wo müssen wir hin? Zack, zack. Wieso gehe ich denn hier lang? Ich depp. Ach, Mann. Ja, ich wollte ja nur mal kurz und nur mal schnell, ne? Ist so klar. Und den Boden, den wir mühselig reingezimmert haben, prügelt da jetzt wieder raus. Ach, und ups, unmöglich. Komm her. So. Warum ich das jetzt eigentlich so sorgfältig verlege, das frage ich mich auch gerade. Weil es ist ja sowieso eigentlich erstmal nur Test. Okay, er müsste Strom haben. Er hat Strom. Aber nicht sonderlich viel. Wie viel Strom geht denn da durch, bitte? Ja, doch einiges. Na gut. Okay, das heißt, wir können jetzt hier das mal reinzimmern. Und dann zack, zack. Und jetzt ist die Frage, was sagt er denn, wenn wir sagen, crafte uns sowas? Dann sagt er kann das. Jetzt müssen wir kurz mal gucken. Haben wir... Du heißt Fertigungsspeicher. Fertigungs... Okay. Weiter und Start. Okay. Da ist er. Oh, wie nice ist das denn? Okay, das heißt, das funktioniert schon mal. Aber ich sollte wahrscheinlich aufpassen. Und, hier ein wenig strukturierter arbeiten, weil sonst sieht das nämlich ganz schnell. Das hier ist irgendwie Murks. Sonst sieht das nämlich ganz schnell hier so aus wie da. Okay. Das heißt, wir sollten uns irgendwie überlegen, eine Ecke für das Crafting, eine andere Ecke für Maschinen. Und dann machen wir hier hinten eine Ecke für diese CPU-Geschichten, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, man hat hier eine CPU, man hat hier eine CPU und da und vielleicht noch hier drüben. Okay. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wir haben unsere erste Fertigungskonsole selber gecraftet. Also nicht wir, sondern unser ME-System hat das gemacht. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Und deswegen müssten wir jetzt schauen, dass wir wirklich alles, was wir irgendwie brauchen, gleich zu einem Rezept machen und gleich in den Molekularassembler reinpacken, dass wir das letzte Mal von Hand gecraftet haben. Das wäre so der Gedanke dahinter. Ob wir das hinkriegen und ob wir beim nächsten Mal hier so in der Form weitermachen, das weiß ich alles noch nicht. Ja, auf jeden Fall sind wir auf einem guten Weg und unser erstes vom ME selbst gecraftetes Item haben wir. Das finde ich ziemlich cool. Und ich jetzt noch länger laber, verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, euer Showtime. Tschüss.